Frau Petri, Sie haben noch gar nichts beigetragen, aber ich bin schon beeindruckt von Ihnen. Was die, unsere Zuschauer nicht wissen, Sie kamen jetzt aus Dortmund, glaube ich, extra nach Celle, in einem VW Charan-ähnlichen Gefährt, ein Seat, und sind alleine gefahren. Warum haben Menschen wie Sie keinen Fahrer? Na, die AfD ist nach wie vor eine junge Partei und unser großes Potenzial beruht darauf, dass es von allen Seiten, sowohl von Funktionärsebene als auch aus der Mitgliedschaft, ein großes Maß an Engagement, auch ehrenamtlicherseits, gibt. Und dass wie in anderen Parteien die Vorsitzenden per se durch die Gegend gefahren werden, das ist bei uns eben auch noch nicht Normalität. Und wenn Not am Mann ist, dann fahre ich auch selbst. Ich bin es gewöhnt aus beruflichen Jahren vor der Parteiarbeit. Es ist aber nicht immer so. Aber ist das nicht ein Verschleiß an unnötiger Stelle, sag ich mal? Weil Sie müssen ja schon, ich denke mal, telefonieren, E-Mails vielleicht noch bearbeiten, während der Fahrt wahrscheinlich nicht. Aber wie geht das technisch? Ja, sicherlich ist das so, dass es einfacher ist, wenn man auch die Fahrzeit für Arbeit nutzen kann. Das ging aber heute nicht und ich genieße auch ab und zu einfach mal allein im Auto zu sein. Das ist ein Stückchen Privatsphäre, okay, das ich sonst fast nicht mehr habe. Und insofern, glaube ich, ist es nur wichtig, dass man bei großen Terminen am Ende aus Sicherheitsgründen nicht allein ist. Das ist eigentlich der wichtigste Grund dafür, dass man nicht mehr allein durch die Gegend fahren sollte, auch wenn das wiederum ein sehr bedenkliches Licht auf unser Land wirft. Das wäre meine nächste Frage. Wo ist Ihr Sicherheitsapparat? Ich habe mir so zwei schwarze Menschen in Sonnenbrillen vorgestellt, die erstmal gucken, ob hier alles sauber ist. Ja. Wo sind die? Na, die AfD hat Sicherheitskräfte. Wir bauen das natürlich noch weiter auf, weil im Hinblick auf die Bundestagswahl zu erwarten ist, dass das Thema Sicherheit noch eine viel größere Rolle spielen wird. Ich meine, es hat Anschläge auf diverse Protagonisten der AfD bereits gegeben. Und Celle ist ja leider wieder ein aktuelles Beispiel dafür, wie politische Arbeit. Bergen, nicht Celle. Darauf lege ich Wert. Das wollen wir gleich noch kritisieren, aber eben der Umkreis Celle, aber auch andere Orte in Niedersachsen sind in den letzten Tagen und Wochen wieder durch die Schlagzeilen gegangen, weil es offenbar in Deutschland nicht mehr selbstverständlich ist, dass eine Partei, denn demokratische Partei ist letztlich eine Tautologie, denn in Deutschland gibt es Parteien nur, wenn sie nachgewiesenermaßen demokratisch sind, es sei denn, ein Gericht entscheidet anders. Aber es ist eben nicht mehr normal, dass man als Partei ungehindert seiner politischen Arbeit nachgehen kann. Aber ist das aus Marketing-Sicht nicht sogar alles gut für Sie? Wie meinen Sie das konkret? Ich meine zum Beispiel die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe festgestellt, die Grünen, die SPD, die FDP, die CDU, wen habe ich jetzt vergessen, wer ist da noch alles, alle definieren sich darüber gegen AfD. Mhm. Und dann brauchen Sie nur zu sagen, keiner hat uns lieb und schon haben Sie ein paar Prozentpunkte mehr, oder? Naja, das kommt darauf an, welchen Blick man auf Politik insgesamt hat. Und natürlich gibt es immer einen taktisch-strategischen Ansatz, den man natürlich verfolgen muss, weil am Ende unser Ziel ist, Mehrheiten zu erringen, um Dinge zu verändern. Die Frage ist nur, ob das Machterringen an sich ein Selbstzweck ist oder ob ein Mittel zum Zweck ist. Und ich denke, was die AfD auf vielen Ebenen, Gott sei Dank, treibt, sonst würden wir es auch manchmal nicht aushalten, ist, dass wir in diesem Land etwas verändern möchten, dass wir Kurskorrekturen vornehmen wollen, wo wir der Meinung sind, dass Deutschland und auch Europa in vielen Hinsichten in die falsche Richtung läuft. Und deswegen ist es natürlich hilfreich, wenn die anderen Parteien sich plötzlich nur noch über ihre Gegnerschaft zur AfD definieren, weil das ihren Mangel an eigenen Themen umso deutlicher zutage treten lässt. Aber ich hätte schon manchmal Lust, inhaltlich zu diskutieren und ärgere mich dann manchmal darüber, dass Politiker der Konkurrenzparteien dazu inhaltlich gar nicht bereit sind, weil das nämlich im Endeffekt den Weg zur besseren Entscheidung, den Weg zum Kompromiss verlängert. Schauen Sie, im Parlament läuft es seit Jahrzehnten so, dass Regierungskoalitionen grundsätzlich keinen Antrag der Opposition befürworten werden, aber dann ein paar Wochen später einen ähnlich lautenden Antrag selbst ein- und durchbringen im Parlament. Dann kann man sagen, die Demokratie hat gesiegt, das stimmt auch, aber der Weg, bis die Entscheidung beim Bürger ankommt, wird dadurch maßlos verlängert. Und das ist etwas, was wir mit dem Blick auf mehr Inhalte und weniger ideologische Grenzen beschleunigen könnten. Und das wäre fürs Land noch viel besser. Aber auf der einen Seite sind die Altparteien gegen AfD, aber dann erlebe ich die AfD, dass sie auch ein bisschen in der Opferrolle badet. Entschuldigen Sie die Formulierung. Ja. Ich hatte heute auch ein Vorgespräch mit Ihrem Zeller-Kandidaten. Wir hatten eine Viertelstunde, hat er nur erzählt, wer alles so gegen ihn, die Presse ist gegen. Mhm. Uns geht es ja so schlecht. Wie kommt man denn auf Inhalte? Na, schauen Sie, ich habe gerade gesagt, wie das Personal der AfD zusammengesetzt ist. Wir sind in vielen Fällen, gerade auf der kommunalen Ebene, ehrenamtlich unterwegs. Und dass Bürger, die ein
unbeschadetes, bürgerliches, respektables Leben geführt haben, auch emotional davon berührt sind, dass man sie nun im beruflichen Umfeld, im Bekanntenkreis und im öffentlichen Leben permanent dafür angreift, weil sie angeblich in der falschen Partei sind. Das geht vielen Menschen nahe und ich glaube, das würde vielen Kandidaten der anderen Parteien ebenso nahe gehen, wenn man es ihnen antäte. Insofern muss man das als menschliche Reaktion erst einmal zur Kenntnis nehmen. Politik ist immer emotional. Aber ich habe bisher kaum einen Kandidaten bei uns erlebt, der nicht viel lieber bereit wäre, über Inhalte zu reden. Insofern nehmen Sie das einfach als Teil des Ganzen, der zur Normalität dazu gehört. Dann nehmen wir das so als Brücke, um zu den Inhalten zu kommen. Können Sie denn nachvollziehen, dass man was gegen die AfD hat? Nein, eigentlich nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn das demokratische Grundverständnis in Deutschland immer noch lebendig wäre, dann müsste es völlig selbstverständlich sein, dass es andere politische Meinungen gibt. Und es gibt, wenn wir gerade mal auch zurückschauen zu anderen Parteigründungen, wie zum Beispiel die der Grünen, die ja nun schon Jahrzehnte zurückliegt, auch damals gab es eine Gegenwehr gegen politische Inhalte, die aus demokratischer Sicht völlig normal ist. Aber es gab nicht diesen massenhaften medialen Gegenwind. Und das ist nichts, was wir uns ausdenken, sondern wir haben zum Teil Gründungsgrüne inzwischen in unseren eigenen Reihen, die uns genau das berichten. Also insofern grundsätzlich dagegen zu sein, dass ein anderer seine politische Meinung artikuliert und versucht, für sich Mehrheiten zu gewinnen, sollte in einem tatsächlich demokratischen Land völlig normal sein. Und das ist es nicht mehr. Das merken wir bereits bei unseren Kindern in der Schule und gleich gar bei der Reaktion des politischen Gegners, wo ja dann Ideen, allein dadurch, dass sie aus Reihen der AfD geäußert werden, schlecht sind, wenn ein CDU-Politiker oder einer der Grünen etwas de facto Gleichlautendes äußern darf und es dann politisch und gesellschaftlich akzeptabel ist. Wenn ich so ein bisschen Revue passieren lasse durch die Gespräche der vergangenen Tage im Freundeskreis, ist es, glaube ich, das, was ich raushöre, das Problem, dass es für die gar nicht die AfD gibt, sondern in der AfD sind viele Spektren. Das hatten damals in der Tat auch die Grünen, hatten auch die Piraten, die hatten auch richtige Rechtsextreme drin. Und man hat den Eindruck, dass das ist so ein bisschen zäh in der AfD, da dürfen irgendwie alle gerade Platz finden. Und auch intern sind sie nicht immer grün, nicht nur in Baden-Württemberg. Kann das ein Grund sein, dass vielleicht sich manche in der AfD, ich unterstelle auch mal Ihnen, sich ungerecht behandelt fühlen, während andere tatsächlich etwas zu rechts sind? Na, das ist bei einer Volkspartei, die einen breiten inhaltlichen Anspruch vertritt, dass es dort Spektren gibt und dass wir auch inhaltlich intern nicht immer einig sind, das hätten Sie bei einer CDU vor 30 Jahren genauso feststellen können. Auch da gab es einen linken Rand und einen rechten Rand. Oder hat man sich inhaltlich gezofft? Und Sie haben das Beispiel der Grünen gerade selbst genannt. Das ist also insofern normal, solange Entscheidungen innerhalb dieser Partei auf demokratischem Weg zustande kommen. Und da haben wir ein ganz klares Parteiengesetz in Deutschland, das das regelt. Dass bei einer jungen Partei gerade von außen noch nicht immer sichtbar ist, wo es hingeht, auch das halte ich für nicht so wahnsinnig überraschend. Da könnten die Medien allerdings eine sehr viel, sagen wir mal, bessere und neutralere Rolle spielen, indem sie die demokratischen Mehrheiten, die durch Wahlen öffentlich werden, auch innerhalb der AfD, einfach auch als Gesetz annehmen. Also man käme auch nicht auf die Idee, bei der CDU zu behaupten, dass der Kurs gar nicht von Frau Merkel bestimmt wird, sondern von einer Minderheit, an welchem Rand der CDU auch immer. Und dass die Tatsache, dass sie Mehrheiten innerhalb der Partei hat, eigentlich nur ein Etikettenschwindel ist. Da akzeptiert man die demokratischen Mehrheiten innerhalb der Partei. Diese demokratischen Mehrheiten gibt es in der AfD genauso. Vielleicht nicht immer so sozialistisch eindeutig wie bei Frau Merkel, aber sie gibt es sehr wohl. Trotzdem lese ich dann in der Zeitung, dass die Politik der AfD angeblich von ihren Rändern her bestimmt wird. Und das zeigt mir, dass es da auch schon durchaus eine sehr einseitige Konzentration auf einzelne Protagonisten innerhalb der Partei gibt, die manchmal vielleicht laut sein mögen, aber die innerhalb der AfD mehrheitstechnisch letztlich keine Rolle spielen. Insofern nehmen wir es mal neutral als Phänomen auf, dass auch die Medienlandschaft durchaus Probleme hat, mit einer relativ transparenten und manchmal auch inkohärenten AfD umzugehen. Schauen Sie dann aber, was für Mehrheiten wir für unser Grundsatzprogramm in Stuttgart auf dem Parteitag bekommen haben. Das waren in den allermeisten Fällen sehr klare Mehrheiten.
Und daraus kann man sehr wohl ablesen, wo die AfD hingeht. Das ist der Kurs, für den ich mich auf jeden Fall einsetze. Gemäßigt, aber schon auch deutlich Politik zu machen und die anderen Parteien zur Diskussion herauszufordern, weil meine Grundüberzeugung ist, dass eine ehrliche, manchmal auch schmerzhafte Diskussion zu den besten Ergebnissen führt. Aber wir Medienleute, wir sind ja einfach gestrickt. Wir sind immer, das stimmt. Wir sind immer dort, wo es brennt, wo es blinkt oder wo es auch mal laut hergeht. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, ich sage Ihnen, die meisten werden Herrn Gauland oder Herrn Höcke für die Vorsitzenden halten und nicht Sie und Herrn Meuthen. Ist das da nicht auch, intern? Na, da widerspreche ich Ihnen. Machen Sie es gerne mal. Ich mache den Faktencheck nachher. Machen Sie den Faktencheck. Ich glaube, das kommt nicht dabei raus, denn wir haben das auch überprüfen lassen. Aber das können wir gerne tun. Da warte ich ganz gespannt auf das Ergebnis. Das sind ja die, die, sag mal, für Besorgnis sorgen, aus meiner Sicht. Finden Sie das nicht? Was soll diese Deutschlandfahne von Herrn Höcke oder der interpretierbare Hitlergruß und solche Geschichten? Das sind doch alles Sachen, das sind doch genau das Futter für die Medien, die er liefert, die Sie dann auszubaden haben, oder wie? Naja, wenn Sie gerade das Bild von der Deutschlandfahne nehmen, dann stelle ich jetzt mal zwei Bilder nebeneinander und frage Sie, welches besorgniserregender ist. Also ich hätte zwar die Deutschlandfahne damals, die Björn Höcke mitgebracht hat, lieber auf dem Tisch in der Mitte gesehen und nicht über seinem Sessel. Aber dass bei der Wahlparty der CDU 2013 Frau Merkel einem ihrer Parteikollegen die Deutschlandfahne aus der Hand nimmt und beiseite legt, was eine grausame Symbolik meiner Ansicht nach war, ist für mich wesentlich besorgniserregender als die Tatsache, dass man in der Talkshow eine Deutschlandfahne mitbringt. Ich fand es gar nicht besorgt, ich fand es nur so unnötig oder fast ein bisschen albern. Ja, darüber kann man reden. Aber daran sehen Sie, dass in der AfD, anders als so manche glauben, vieles eben überhaupt nicht inszeniert ist. Wir leben als Partei... Ja, die Fahne ist zwar schon inszeniert, entschuldigen Sie. Wahnsinn. Ja, aber inszeniert im Sinne einer strategischen medialen Inszenierung, ja, die in der Partei abgesprochen war. In der jungen Partei passieren Dinge, die etablierten Parteien nicht passieren würden. Das kann man als gefährlich betrachten, das kann man aber auch letztlich als Ausdruck einer demokratischen Breite betrachten, die Deutschland gut tut. Und dass nicht jeder sich mit jedem Protagonisten identifizieren kann, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch parteiintern nicht immer einfach. Aber am Ende, und das müssen die Bürger verstehen, gibt es eine rechtsstaatliche Grundlage dafür, wie Parteien auch intern agieren müssen. Und da ist es eben nicht möglich, Protagonisten, die man persönlich vielleicht nicht höchst sympathisch findet, aus einer Partei zu entfernen. Das geht auch in der SPD nicht, sonst wären die Herrn Sarrazin lange los. Und am Ende bereichern auch solche Personen die demokratische Diskussion. Die Grenzen, die wir alle beachten müssen, und da bin ich vehement dafür, ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Aber wissen Sie, die wird nicht von der AfD in irgendeiner Weise bedroht. Da müssen wir uns dann vielleicht über andere Themen unterhalten, wie das Thema Migration und die Grenzöffnung der Kanzlerin, wo wir weit mehr Schaden am Rechtsstaat genommen haben als durch die AfD. Im Gegenteil, ich glaube, wir tun diesem Land sehr gut. Dann weg von der AfD und die Höckes dieser Welt hin zu Ihnen. Warum fliegt hier gerade ein Hubschrauber lang? Hören wir hoffentlich nicht. Warum sind Sie in der AfD? Warum sind Sie nicht, was weiß ich, warum sind Sie in der AfD? Warum haben Sie sich diese Partei ausgesucht? Na, ich habe die Partei mit gegründet. Ich engagiere mich seit Ende des Jahres 2012 auch für den Vorläufer dieser Partei. Und die Begründung dafür ist relativ einfach. Ich bin ein politisch aufgewachsener Mensch. Ich bin im Osten geboren, in Dresden, und in Nordrhein-Westfalen groß geworden. Das Schicksal unseres Landes hat mich immer schon interessiert, weil ich in einem geteilten Land aufgewachsen bin und von Kindesbeinen an darauf gehofft habe, dass diese Teilung irgendwann ein Ende hat. Und als erwachsener Mensch stelle ich fest, dass viele der Dinge, die vielleicht bei der Wiedervereinigung hätten gemeinsam geregelt werden können, eben unter den Tisch gefallen sind. Ich stelle fest als Unternehmerin, dass das Thema Euro den Mittelstand insbesondere berührt hat, dass ich als Naturwissenschaftler davon überzeugt bin, dass das Projekt Euro gescheitert ist und dass politisch niemand den Mut hat, das tatsächlich zuzugeben und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Und ich sehe mit Besorgnis, dass das, wofür viele DDR-Bürger 1989 auf die Straße gegangen sind, für Freiheit und Bürgerrechte, auch im wiedervereinigten Deutschland auf Dauer nicht mehr selbstverständlich ist. Freiheit fliegt einem nicht zu, die muss jeden Tag neu erkämpft werden. Und ich glaube, das geht unter dem Mantel des Wohlstandes als Erkenntnis schnell verloren. Und wenn wir jetzt die aktuellen Ereignisse der letzten Jahre betrachten, uns dem Thema Migration zuwenden, dann sehen wir, dass der Rechtsstaat, dass die Freiheit, dass die Früchte der Aufklärung auch aus anderen Richtungen bedroht werden und unsere Regierung leider bei Rechtsbruch und Rechtsbeugung große Hilfe leistet. Und das sind
alles Themen zusammengenommen, die man vielleicht 2013 noch in der ganzen Breite abschätzen konnte, aber die sich damals schon angedeutet haben. Und das war der Grund, warum ich mich hinter diese Gruppe, kleine Gruppe der damals Gründungswilligen gestellt habe und auch vehement für eine schnelle Parteigründung plädiert habe. Wissen Sie, das Projekt AfD ist innerhalb von wenigen Wochen letztlich entstanden und dann sehr groß gewachsen. Und der Erfolg gibt uns, glaube ich, recht. Eine weitere demokratische Stimme in diesem Land, die braucht es dringend. Sie haben das Thema Migration angesprochen. Das ist natürlich für viele, wurden Sie damals als die Ein-Themen-Partei Europartei, jetzt die Ein-Themen Flüchtlingspartei. Ich gebe Ihnen jetzt mal 2 Minuten Zeit, das, was Sie gestern in Bergen nicht hatten. Jetzt so eine Art, was hätten Sie gesagt zum Thema Migration? Und zwar, ich möchte nicht hören, was alles nicht geht, was Frau Merkel falsch macht, sondern was würden Sie jetzt richtig machen? Was sind die Lösungen aus Ihrer Sicht? Sie haben 1,30. Okay. Na, 1,30 wird schwer. Aber am Ende können wir es auf den einfachen Terminus Rechtsstaatlichkeit beim Thema Einwanderung wiederherstellen, zurückführen. Das heißt, solange wir keine Verfassungsänderungen vornehmen und den Artikel 16a abschaffen, wofür wir uns einsetzen, weil wir der Meinung sind, dass er für einen anderen Umstand gedacht war und so auf Dauer nicht funktionieren wird. Für die Zuschauer kurz, da steht drin? Im Artikel 16a Absatz 2 steht drin, dass jeder einen individuellen Anspruch auf Asyl hat in Deutschland und dass aber, wenn er aus einem sicheren Drittstaat kommt, dieses Recht in Deutschland nicht mehr besteht. Und das ist genau das Problem. Wir sehen einen Bruch des Asylrechts, weil diejenigen, die in Deutschland ankommen, in aller Regel durch sichere Drittstaaten gereist sind. Es gibt die sogenannten Dublin-Abkommen, die eingehalten werden müssten. Damit wäre die Zahl der Antragsteller von Asylsuchenden in Deutschland minimal klein. Wir müssen dafür sorgen, dass Recht wieder Recht ist und eingehalten wird, dass eben in Deutschland tatsächlich nur die Aufnahme begehren, die eine Berechtigung haben und nicht diejenigen, die vor Grenzübertritt ihren Pass verlieren, aber ihr Smartphone dabei haben. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Und wir müssen uns endlich eingestehen, dass es sich hier nicht um eine Flüchtlingskrise handelt, sondern um eine Migrationskrise oder nennen wir es eine Welle illegaler Einwanderung. Es geht nicht darum, das will ich auch ganz klar für die Zuschauer sagen, dass wir nicht der Meinung werden, dass Kriegsflüchtlingen geholfen werden muss. Da sind wir sehr wohl dafür, aber das ist schon lange nicht mehr das Thema. Das geben inzwischen auch Politiker der Union und der SPD hinter vorgehaltener Hand offen zu. Wir erleben die Einwanderung von Hunderttausenden oder sogar mehr als 1 Million Menschen nach Deutschland ohne triftigen Grund, ohne dass es eine Rechtsgrundlage gibt. Das wird Deutschland auf Dauer schaden, aus vielerlei Hinsicht, vor allen Dingen deswegen, weil diese Einwanderer zu über 90% primäre oder sekundäre Analphabeten sind, die nur dann hier überleben können, wenn sie komplett vom Sozialsystem unterstützt werden. Damit treten wir in einen Konkurrenzkampf zwischen unseren Bedürftigen und denjenigen, die eben nach Deutschland einwandern wollen. Das kann nicht funktionieren, das wird Deutschland zerreißen und deswegen gehört dieser Zustand beendet, Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt und wie die AfD seit langem fordert, eine rechtliche Trennung von Asyl und Einwanderung vorgenommen. Und dann müssen wir öffentlich darüber diskutieren, wie viel und welche Einwanderung Deutschland braucht. Und da ist die AfD sehr offen dafür, dass wir qualifizierte Einwanderer in Deutschland willkommen heißen, aber nicht in dem Maße, in dem es uns jetzt passiert. Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie die Zeit hatten, dass ich Sie auch nicht unterbrechen werde. Aber pauschalisieren Sie damit nicht genauso wie andere die AfD pauschalisieren, dass es zu viele Wirtschaftsflüchtlinge sind, dass 90% Analphabeten sind, wenn ich richtig zugehört habe. Das kommt, da verlieren Sie jeden Faktencheck, Frau Petri. Wir können ja mal nachgucken und fragen, dann wird Frau Nahles diesen Faktencheck aber genauso verlieren. 90% waren die anderen, waren, wenn die anderen doof sind, das gibt Ihnen nicht das Recht, auch doof zu sein. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, aber ich meine, wir können doch gucken, wie viel der Asylbewerber bisher in den deutschen Arbeitsmarkt integriert wurden und wie viele der Deutschen sind denn wirklich integriert? Aber schauen Sie, das ist, Entschuldigung, das ist jetzt auch wieder einfach, die anderen, ne? Einfach die Frage zurückweise, das ist nicht der Punkt. Mhm. Ein deutscher Bürger, der qua Staatsbürgerschaft natürlich auch das Recht erworben hat, in diesem Staat durch Sozialsystem geschützt zu werden, ist nicht gleichzustellen mit einem Migrant, der erst einmal kein Recht auf Aufnahme in diesem Land besitzt. Aber sind denn nicht beides Menschen, Frau Dr. Petri? Natürlich sind beides Menschen. Und ich kann persönlich das Bestreben, ein besseres Leben zu finden, für jeden nachvollziehen. Aus persönlicher Perspektive umso mehr, weil meine Familie durchaus auch eine Fluchtgeschichte hinter sich hat. Mein Vater ist geflohen nach Schlesien, ist als Kleinkind im eigenen Land von Ost nach West geflüchtet. Und meine Familie hat das im Jahr 1990 im Prinzip nochmal wiederholt, als wir nach Westfalen umgezogen sind. Aber Rechtsstaaten können nur existieren, wenn es Grenzen gibt und auch Freiheiten
auch Sozialsysteme, können nur innerhalb von gültigen Grenzen existieren. Und was wir an deutschen Grenzen erleben, hat mit Freiheit nichts mehr zu tun. Das ist Anarchie. Wir werden das, was durch die Aufklärung und viel Blut da bin ich bei Ihnen. Erreicht wurde, werden wir nicht halten können, wenn wir glauben, dass jeder Mensch das Recht auf Einwanderung nach Europa hat. Dieses Recht gibt es nicht. Und das muss den Menschen klar und deutlich gesagt werden. Auch wenn wir das gerne wollen, dann kann ich das für mich privat entscheiden, dann kann ich privat einen Asylbewerber aufnehmen und lebenslang alimentieren. Ich bin gespannt, wie viele deutsche Bürger dazu bereit werden. Würden Sie es tun? Nein, würde ich nicht machen. Warum nicht? Wenn ich habe das Handy hier rausgebracht, weil ich Ihnen gerne mal, auf Facebook sind wir noch keine Freunde, ne? Ich habe ja mein Facebook-Status, ich habe gestern das erste Mal etwas von Bento geteilt, zitiert, ganz unabhängig von unserem Gespräch, so ein Bild eines Flüchtlingskindes, was jetzt bei 6 Grad oder so mit 6 Jahren draußen im Wald übernachtet. Und da gibt es eine ganze Serie. Ein Fotograf machte sich die Mühe, hat Menschen. Oh. Nicht Migranten, nicht Deutsche, nicht Syrer, Menschen. Er fragt sich, vor diesen Menschen hat das Abendland Angst? Na, wissen Sie, das ist die Macht der Bilder, mit der man das spielt. Das sind ja nun wirklich da. Aber wer ist denn dann der Verbrecher an der Stelle? Derjenige, der diesen Menschen vorgaukelt, sie könnten all das bekommen, was man ihnen im Heimatland versprochen hat? Ist das nicht ein Verbrechen an sich? Zumindest Frieden erstmal, oder? Ist es nicht ein Verbrechen? Die Ungarn Menschen wollen sie aber nicht haben. Ja, aber die Ungarn, wollen sie nicht. Ja, die Ungarn schmeißen sie ja auch raus. Wie soll das gehen? Ich meine, Verbrecher sind doch diejenigen, die sie überhaupt bis dahin gelockt haben. Alles richtig. Ja? Alles richtig. Also wir können doch nicht denjenigen, die aus Heimatländern nicht immer fliehen, sondern die natürlich auch von sogenannten NGOs, von Nichtregierungsorganisationen auch dazu gebracht werden, nach Europa weiterzureisen, weil man ihnen hier das Paradies auf Erden verspricht. Wir können diesen Menschen doch nicht vorgaukeln, dass sie hier etwas bekommen, was sie am Ende nicht bekommen werden. Und ist es nicht sehr bedenkenswert, dass Einwanderer, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, darauf hinweisen, dass eine derartige Politik zerstörerisch für dieses Land und für diesen Kontinent ist? Warum verschließen wir davor die Augen? Und es geht nicht darum, dass man nicht einzelnen Menschen helfen möchte, aber die Pflicht eines jeden Bürgers ist, am Ende in seinem Land das Beste zu bewirken. Wenn er das Land verlassen möchte, dann darf er das tun, aber er darf es nicht an Recht und Gesetz vorbeitun. Aber warum würden Sie keinem einzelnen Menschen helfen wollen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Achso, okay. Ja, gut. Gut, dass ich nachfrage. Das ist sehr gut. Noch einmal, der Staat hat die Aufgabe für die Einhaltung. Was würden Sie tun? Okay. Aber ich kann mich ja als Individuum nicht aus dem Staatsgefüge herauslösen. Ich bin ein Individuum, ich habe Rechte und Pflichten in diesem Staat. Und der Staat hat gegenüber seinen Bürgern ebenfalls Rechte und Pflichten. Er hat das Recht, Steuern zu erheben, aber die Pflicht letztlich für die fundamentalen Werte des Staates Gewähr zu tragen, sie zu gewährleisten. Dazu gehört Sicherheit, dazu gehören die Einhaltung der Bürgerrechte und dazu gehören Kernaufgaben des Staates wie die Versorgung mit Energie, letztlich auch Nahrung und anderen Dingen, Infrastruktur. Und der Staat hat erstens die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Recht und Gesetz eingehalten werden. Und er kann nicht dem Bürger Dinge aufbürden, die er selbst nach außen hin verspricht. Also wenn der Staat durch demokratische Mehrheiten, die wir in dem Fall noch nicht mal hatten, weil Frau Merkel das mehr oder weniger im Alleingang entschieden hat, sich entscheidet, Flüchtlinge aufzunehmen, Bürgerkriegsflüchtlinge, dann muss er sie versorgen. Und er kann sie nur aufnehmen, wenn er vorher sichergestellt hat, dass er es kann. Er kann da nicht hergehen und sagen, liebe Bürger, nehmt ihr mir jetzt meine Aufgabe ab. Das funktioniert nicht. Bürger können trotzdem Solidarität zeigen. Darum geht es nicht. Aber das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Das ist das Fatale an der gesamten Flüchtlingsdiskussion, dass hier der Staat Versprechungen gemacht hat in Form der Bundesregierung, die er im Grunde genommen nicht einhalten kann. Und jetzt seinen Bürgern versucht zu erklären, dass es eigentlich ihre Barmherzigkeit ist, die am Ende das Ding wuppen muss. Das wird nicht funktionieren, weil die allermeisten Bürger keine Vorstellung davon haben, was auf sie zukommt. Aber der Staat im kleinen Raum sind erstmal Sie und ich. Wir sind doch der Staat. Oder wen meinen Sie mit der Staat? Nein, das stimmt nicht. Aha. Wir sind Bürger dieser Gesellschaft. Und der Staat ist vertreten durch seine Institutionen, durch seine Verwaltung. Mhm. Das ist der Staat. Der Staat ist eine juristische Person. Okay. Aber wir müssen am Ende, ich weiß, man versucht immer diese Diskussion am Ende darauf zu reduzieren, ob wir die moralische Aufgabe haben, all diesen Menschen zu helfen oder ob wir sie nicht haben. Aber ein Staatswesen, ein rechtsstaatliches Wesen über die Moral zu versuchen zu definieren, ist höchst gefährlich. Wenn wir anfangen so zu argumentieren, ist das das Ende des Rechtsstaates. Das werden wir nicht durchhalten. Und dann werden wir diese Freiheit und diese Bürgerrechte, die tatsächlich in der Lage sein könnten, einigen, nicht allen,
aber einigen zu helfen, dann werden wir diese verlieren. Und das ist das Verlogene an der gesamten Diskussion. Und im Prinzip weiß das jeder Bürger, der halbwegs normal denken kann. Ich bin inhaltlich ganz bei Ihnen, obwohl das keine Rolle spielt, was ich denke. Aber Sie und ich, wir sind beides auch Christen. Es gibt so Armbänder, WWJD, What Would Jesus Do? Wenn man das, kann man das ganz außen vor lassen in einem Staatsgefüge und in der Denke und in der Politik? Oh nein, ich hoffe, dass die christlichen Werte, das, was wir aus dem Christentum auch in unser Staatswesen, in unsere Regeln des Zusammenlebens übernommen haben, dass die immer eine Rolle spielen. Ich kann trotzdem privat für mich Dinge entscheiden, ich kann sie aber letztlich nicht anderen oktroyieren. Und das ist, was die Bundeskanzlerin aber getan hat. Ich kann privat Menschen helfen, aber wenn ich ehrlich bin, helfe ich ihnen mehr damit zu sagen, dass wenn jetzt schon klar ist, dass die Träume, die die Bundesregierung und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge auf ihrer Internetseite Menschen aus aller Welt verspricht, dass das nicht zu halten ist, dann ist es meine Pflicht, gerade als barmherziger Mensch, denjenigen gegenüber auch ehrlich zu sein. So wie ich einem guten Freund, der eine falsche Entscheidung trifft, ihn nicht jahrzehntelang mit dieser falschen Entscheidung laufen lasse, sondern sage, nehmen wir mal das einfache Thema oder schwere Thema der Berufswahl. Wenn ich sehe, dass jemand in seiner Berufswahl unglücklich ist, aber es selbst nicht erkennt, dann ist es doch meine Aufgabe als Freund zu sagen, lass uns zusammen überlegen, wie es anders gehen könnte. Und der entscheidende Grund dafür, dass die AfD so vehement auf eine Änderung der Migrationspolitik drängt, ist, dass wir ein starkes Interesse am Erhalt dieser Demokratie haben und dass eben Moral nicht übers Recht gestellt werden darf. Um das zusammenzufassen, aus meiner naiven, laienhaften Sicht nach Berlin ist es so, dass Ihnen vorgeworfen wird, Sie würden auf Flüchtlinge schießen wollen. Die Arbeit, die lässt man jetzt aber Herrn Erdogan machen, dass er auf die Flüchtlinge schießt und der Rest ertrinkt im Meer. Ist das so vereinfacht? Naja, dann, wenn man in dieser Kette argumentiert, dann müssten wir uns ja für den EU-Türkei-Deal eingesetzt haben. Den halten wir für man kann dazu sagen, Verbrechen in dieser Angelegenheit, dort Geld in die Hand zu nehmen, um jemandem, der sich offensichtlich nicht an Recht und Gesetz und Menschenrechte hält, dort letztlich zu erlauben, das schmutzige Geschäft an seiner Grenze zu erledigen. Nein, wir müssen die Schlepperbanden dadurch aufhalten, dass wir nach außen signalisieren, dass es keine Aufnahme illegaler Migranten in Deutschland und Europa gibt. Dazu müssen Gesetze geändert werden. Alle Politiker auch der anderen Parteien sagen immer so schön, vor Ort muss geholfen werden, das ist richtig. Und das heißt vor allen Dingen, dass man auch mit der desaströsen EU-Subventionspolitik vor allen Dingen in Nordafrika oder auch in Afrika aufhört, weil man zum Beispiel vor Ort dafür sorgt, dass lokale Wirtschaft, regionale Wirtschaft gar nicht mehr entstehen kann, weil wir letztlich nach wie vor Afrika als billigen Absatzmarkt missbrauchen. Das wäre eine wahre Hilfe. Und dann müssen diese Länder souverän entscheiden, welche Art von Gesellschaft sie wollen. Ich glaube auch nicht, dass es unsere Aufgabe ist, Demokratie in die ganze Welt zu exportieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, diese Art von Kulturimperialismus, den hat Gott sei Dank Europa vor einiger Zeit aufgegeben. Nur der Umkehrschluss, dass wir jetzt bereit sein sollen, unsere demokratische Gesellschaft aufzugeben, indem wir siebenstellige Anzahlen von Personen nach Europa und Deutschland holen, zum Teil, indem wir sie auf dem Mittelmeer retten und dann nach Europa transportieren, anstatt sie nach Afrika zurückzubringen. Und dadurch Gefahr laufen, tatsächlich in diesem Land die Grundfesten der Demokratie zu zerstören, ist für mich nicht richtig und das wird die AfD weiterhin vehement bekämpfen. Sie haben vor Ort angesprochen, welche Themen hat die AfD vor Ort jetzt bei der Kommunalwahl? Was hat die Migration mit Celle zu tun? Naja, wissen Sie, wenn Sie zu den lokalen Themen detailliert Auskunft haben wollen, dann ist es am besten, Sie reden mit den Kandidaten. Weil wir haben alle eingeladen, hier bei uns auch zu Wort kommen zu lassen. Und bei der AfD ist man bleibt dann immer bei der Weltlage. Unser Land, grundlegende Richtungswechsel, unsere Einheitsparteien und so weiter. Also immer das Land. Das sehe ich auch ein. Aber was ist denn auf kommunaler Ebene wirkt sich die Weltpolitik natürlich auch aus. Und da sind Themen wie kommunale Finanzen, kommunale Sozialhaushalte, die Möglichkeit, kommunal noch Geld für die eigenen Bürger auszugeben, natürlich immer Themen, die eine Rolle spielen. Ich gebe jetzt offen zu, dass ich in Zeller Kommunalpolitik nicht bewandert bin. Warum? Ich könnte Ihnen das, ja, Sie könnten sagen, schlecht vorbereitet. Ja, das wäre jetzt sogar zutreffend. Aber ich kann Ihnen sagen, was bei uns kommunal eine Rolle gespielt hat. Am Ende ist die Frage, haben wir kommunal noch das Geld, um es für unsere Schulen, für unsere Bildung auszugeben, für unsere Vereine? Das ist häufig nicht mehr da. Und das hat leider Gottes häufig inzwischen auch mit der Migrationspolitik zu tun, weil zum Beispiel in Sachsen ein sehr, sehr großer Teil der Steuermehreinnahmen in den nächsten und in den kommenden Jahren für die verfehlte Migrationspolitik ausgegeben werden. Und die niedersächsischen Haushalte sehen, glaube ich, nicht gesünder aus als die
als die sächsischen. Insofern gehe ich davon aus, dass das ein Problem ist, das wir an vielen Orten haben. Die Zeit rennt uns leider wieder mal davon. Sie haben auch noch nachher einen Anschlusstermin. Wenn Sie an der Macht wären, mitregieren würden, würden Sie dann, wie man es bei anderen Parteien auch sehen konnten, dann auch plötzlich nur noch funktionieren müssen und alle Ihre Vorhaben sind in der Opposition liegen geblieben? Ich erinnere, wir haben beide damals, glaube ich, Herrn Schröder gewählt, wenn ich das mal richtig zugehört habe. Einmal ich auch. Und dann waren es die Grünen, die dann im Nachkriegsdeutschland zu einem Krieg zugestimmt hatten. Die Grünen. Wir haben in Baden-Württemberg einen grünen Ministerpräsidenten, der Stuttgart 21 ist gar nicht mehr so schlimm. Wenn die AfD jetzt rankommt, werden sie auch merken, Mist, wir sind im System, wir müssen funktionieren. Die Frage bekomme ich relativ häufig gestellt und ich finde es gut, dass... Ich dachte, die wäre so toll, die Frage. Die Frage ist ja auch toll, aber gute Fragen darf man mehrfach gestellt bekommen. Na, das ist eine berechtigte Frage der Bürger und ich glaube, dass es darauf keine einfache, aber eine eindeutige Antwort gibt. Die Opposition hat klassischerweise die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass nicht nur Themen wachgehalten werden, sondern dass Bürger vermehrt zu Wort kommen. Wenn Sie durch die Geschichte der Bundesrepublik schauen, dann werden Sie feststellen, dass auch mal die Grünen und die Linken mehr Bürgerbeteiligung gefordert haben. Solche Projekte werden aber immer wieder vergessen und eingeschläfert. Und deswegen bin ich froh, dass eines der Kernthemen der AfD seit 2013 die Frage von Volksentscheiden auf allen möglichen Ebenen ist. Wir versuchen gerade bereits auf Landtagsebene dafür zu sorgen, indem wir die Quoren nach unten anpassen wollen, die es braucht, damit Bürger Volksentscheide initiieren können. Und wir gehen auch so weit zu sagen, Gesetzesreferenden aus der Bürgerschaft muss es geben, auch die Möglichkeit, nicht nur Gesetze zu initiieren, sondern auch Gesetze möglicherweise zu kassieren, wenn Parlamentarier ein Gesetz beschlossen haben, mit dem ein ausreichender Prozentsatz der Bürger nicht einverstanden ist. Und das möchten wir auf Bundesebene genauso durchsetzen. Wir möchten, dass es Volksentscheide auf Bundesebene gibt. Uns wird dann gern vorgeworfen, wir wollten den Parlamentarismus abschaffen. Das ist völliger Unsinn. Wir glauben nur, dass das Modell Schweiz, also eine Ergänzung der parlamentarischen Demokratie durch Volksentscheide, sehr sinnvoll ist, weil sie den Bürger nicht nur befähigt, sondern auch ein bisschen zwingt, sich in Politik einzumischen. Und dass das nie alle tun werden, ist uns völlig klar. Es zwingt aber auch die Politiker, ihre Vorhaben sehr viel transparenter zu machen, als sie das heute tun, weil sie am Ende fürchten müssen, dass der Bürger sonst möglicherweise ihre Entscheidung wieder aufheben könnte. Und ich sage immer etwas zuspitzend, es ist mir lieber, dass Regierungen Angst vor dem Bürger haben, als dass Bürger Angst vor der Regierung haben. Und deswegen sollte man uns daran, an diesem Bestreben messen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen auf allen Ebenen. Bürger sollten uns daran erinnern, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, denn wir wissen, dass gerade auf Bundesebene die Einführung von Volksentscheiden noch so lange dauern wird, bis wir verfassungsändernde Mehrheiten entweder haben oder zusammenbekommen. Und das wird nicht innerhalb der nächsten 4 Jahre der Fall sein. Frau Petri, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Haben Sie noch was auf dem Herzen, was Sie immer schon mal sagen wollten? Naja, ich würde schon ganz gern noch 3 Worte dazu sagen, was meine persönliche Vision davon ist, wie Deutschland sich in den kommenden Jahrzehnten entwickelt. Und das schließt natürlich den europäischen Kontinent mit ein. Wissen Sie, als ich 14 war, bin ich das erste Mal in die Freiheit gekommen. Das war unser Umzug nach Dortmund und ich fand es wunderbar, auf der Straße oder auch im schulischen Umfeld, egal wo, endlich frei reden zu können. Das ist etwas, was mir als Kind nicht vergönnt war, da ging es nur zu Hause und der Kirchengemeinde. Und wenn ich heute erlebe, dass Bürger wieder Angst haben, ihre Meinung offen zu äußern, weil sie sonst ihre Arbeit verlieren oder wenn sie selbstständig sind, ihre Aufträge verlieren und das kein Einzelfall mehr ist und an aller Orten vorkommt, dass unsere niedersächsischen Kandidaten Angst hatten, sich in der Öffentlichkeit zu outen, genau aus eben diesen Gründen, dann ist meine Vision, dass das in Deutschland nie wieder der Fall ist. Eine derartige politische Repression, auch wenn sie nicht staatlicherseits verordnet ist, das war in der Diktatur DDR sicher noch ein bisschen anders, aber die Zensur beginnt im Kopf. Und daneben gibt es ganz praktische Dinge. Ich möchte, dass meine Töchter, ohne Sorge zu haben, angegrapscht zu werden, im Minirock über die Straße laufen können. Ich habe 2 Söhne, 2 Töchter. Wenn ich sehe, was jetzt auch seitens der Behörden an Verhaltensempfehlungen für unsere jungen Leute gegeben werden, dann befinden wir uns bereits aus einem Zustand der erkämpften, auch persönlichen Freiheit und Individualität zu einem konformistischen Verhalten, das mit der Frage des Zusammenlebens der Religionen zu tun hat, mit der Einwanderung, auch mit dem Einfluss des Islam jetzt schon in Deutschland, obwohl er nach wie vor eine Minderheit ausmacht. Und dass ich daneben mir Wohlstand wünsche und die Möglichkeit, dass wir diese Freiheit, die wir 89 erkämpft haben, nicht verlieren, inklusive des Wohlstandes, den Deutschland immer ausgemacht hat, das ist vielleicht auch verständlich. Ich möchte, dass Deutschland weiterhin ein
ein Motor der Freiheit in Europa bleibt und dass wir eben das nicht vergessen, was unsere Vorfahren seit dem 30-jährigen Krieg auf diesem Kontinent erreicht haben. Können Sie aber hinter dem Satz von Frau Merkel stehen, die meint, es gibt nicht zu viel Islam, es gibt zu wenig Christentum? Nein, das verkürzt ist. Wissen die Christen überhaupt mal, also wir hatten vor kurzem eine Umfrage, was ist Weihnachten? Totaler Reinfall. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass wir uns mit unseren eigenen Wurzeln viel zu wenig beschäftigen, dass viele Bürger darüber nicht mehr Bescheid wissen. Aber da hat auch jede Regierung, jede Landesregierung in dem Fall, eine Verantwortung, wenn es um Lehrpläne geht. In unseren Schulen wird viel zu wenig an kultureller und geschichtlicher Bildung vermittelt und wenn, dann sehr einseitig. Und vor allen Dingen wird nach wie vor auch in der Schule auf erschreckende Art und Weise der Selbsthass gegen unsere eigene Nation transportiert. Das kenne ich aus keinem anderen Land der Welt. Ich habe 3 Jahre in England gelebt und unsere Geschichte auf 12 Jahre Nazi-Zeit zwischen 33 und 45 zu reduzieren, halte ich für einen fatalen Fehler. Wir Deutschen müssen uns nicht für unsere Nation schämen. Wir können stolz darauf sein, dass wir sind, wie wir sind, mit allen Fehlern und Eigenheiten, die wir haben, die aber auch alle anderen Nationen auf der Welt haben. Und solange wir diesen Selbsthass nicht ablegen und mit unserer Identität entspannt umgehen können, solange werden wir auch ein Problem mit der Frage der Leitkultur, mit der Frage der Einwanderung haben. Insofern ist das die Erholung von dem Trauma der Nazizeit auch ein Gesundungsprozess, den die AfD gern anstößt und bei dem ich gern weiter mitdiskutiere. Ist die AfD die perfekte Partei oder was finden Sie doof an der AfD? Gibt es da was? Es gibt keine perfekte Partei. Und ich halte auch das Parteiensystem an sich nicht für perfekt, weil Parteien in diesem Land zu viel Macht haben. Also eine Aufgabe der AfD ist auch, die Macht der Parteien zu schmälern. Ich halte... Sie sind eine Partei, wie wollen Sie denn die Macht schmälern? Fangen wir bei einem ganz einfachen Beispiel an, dass es nach wie vor in mehreren Bundesländern Deutschlands bei der Kommunalwahl und beim Antritt der Kandidaten notwendig ist, Bürger für eine Unterschrift aus Rathaus zu schleppen. Ich glaube, in Niedersachsen ist es anders, aber in Sachsen ist das zum Beispiel so. Damit dort eine Unterstützungsunterschrift geleistet werden kann. Das ist hier auch so, ja. Und man sie nicht auf der Straße leisten darf, erhöht die demokratische Hürde für neue demokratische Kräfte zu entstehen. Das ist wirklich komisch. Das ist aber so. Ja, okay. Und wir haben andere Hürden, die aufgebaut werden, die es demokratischen Bewegungen möglich machen, überhaupt ins Leben gerufen zu werden. Und ich halte einen Umgang mit der Neuentstehung, dem Verschwinden von politischen Gruppierungen, wie zum Beispiel in der Schweiz, für deutlich normaler und entspannter. Ich glaube, dass Demokratie immer den frischen Zufluss an neuen Ideen braucht. Jedes System, das erstarrt in seinen Strukturen, wird bewegungsunfähig. Und da kann die AfD durchaus ganz praktischen Teil leisten, indem auch sie als Partei, wenn sie die Macht hat, nicht den gleichen Herrschaftsanspruch erhebt wie andere, sondern zum Beispiel solche bürokratischen Hürden mit hilft abzubauen. Da höre ich so raus, dass es die AfD in 10 Jahren nicht mehr geben sollte. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, dass es damit der nächste frische Wind kommt. Dass es in Deutschland mehr als genug Themen gibt, die AfD über Jahrzehnte begleiten kann. Aber dann werden sie auch alt und gefräßig und satt. Aber ich meine, schauen Sie mal die CDU an, was danach Merkel jetzt an Personal nachströmt. Das wird noch viel katastrophaler. Die hat ja alle weggeschossen. Als Frau Merkel selbst. Die Fegen, die mal da waren, die sind nicht mehr da. Die sind inzwischen auch zu alt zum großen Teil. Ich glaube, dass eine Aufgabe der AfD ist, auch den Zufluss frischen Personals in die eigenen Reihen zu gewährleisten. Ach so, meinst du das als intern? Aber auch, was ich vorher sagte, durchaus das Ausmaß der Macht von Parteien dauerhaft ein bisschen zu schmälern, das kann der Demokratie nur gut tun. Wie stehen Sie zu Herrn Lucke? Der war vor kurzem hier. Haben Sie sich noch lieb einigermaßen oder ist das richtig, ist das Beef? Na, schauen Sie, das muss man in der Politik professionell betrachten und ist der sauer auf Sie? Ja, er meinte mal, die AfD ist ein Monster geworden. Ja, das war, glaube ich, Herr Henkel, der das gesagt hat. Pardon. Naja, da spricht das Gesicht des Enttäuschten, der am Ende nicht das erreicht hat, was er wollte. Das muss jeder für sich selbst wissen. Die AfD ist seit 2015 befreit von dem, was sie vorher gelähmt hat. Dafür stand er, aber das ist für uns vergangen und deswegen bin ich da ohne Groll. Ich bin froh, dass die AfD derzeit nicht mehr. Werden Sie in 2 Jahren noch sein oder gibt es dann den nächsten Brief? Schauen wir mal.